Shirodaku. Die Geschichte dazu ist einfach, dass ich die Idee hatte, mal den Kontrast zu machen zur Sojasauce. Zum Sashimi, zum Maki, Nigiri, Inside Out. In der japanischen Küche wird immer mit Sojasauce gearbeitet und die ist halt, wie jeder weiß, sehr, sehr schwarz. So, und ich hatte die Idee vor ein paar Jahren, wir machen jetzt mal eine weiße Sashimi-Sauce, nämlich die Shirodaku, japanisch übersetzt. So, und die Grundbasis davon ist tatsächlich Wasser. Ja, dann nehme ich eine Eicreme, haben wir schon gelernt, eine Eicreme ist eine Art Mayonnaise bei uns. Und wenn du Wasser mit Fett und Eigelb zusammen mischst, wird das schneeweiß. Ja, ist im Endeffekt eine ganz verdünnte Art Mayonnaise. Aber nicht zu fettig. Ja, sie ist schon gehaltvoll, aber die ist genau an der Grenze, wo du sagst, ja, da kann ich jetzt Löffel, das kann ich löffelweise essen. Dann würzen wir das Ganze mit Dashi, mit Shirodashi. Also das eine ist ein reduzierter Fischfond, das andere ist, ist auch eine Art reduzierter Fischfond, aber in körniger Form. Und dann kommt Jutsu-Saft dazu, um natürlich eine schöne Säure mit reinzubringen, die mir immer ganz wichtig ist. Salz und Säure brauchen wir. Dann kommt geräuchertes Fördercell noch dazu und ein bisschen Wasabi und Grapefruitsaft. Ja, also Umami-Bombe, ja, Umami, salzig, sauer, bitter, süß, alles zusammen, macht im Mund Peng und ist dann der vollkommene Geschmack. Ja, das war die Idee daran und die gießen wir jetzt mal an. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de